So, 8-8, da kann bemannt werden. Attacke, ich glaube, wir haben noch Luftabwehr verladen. Müssen wir gleich die Munitionsart ändern. Brückenwache 2 Mann runter. Bleiben auch auf dem Kurs, damit die Silhouette gering ist, die wir der Korvette bieten, wo sie uns treffen kann. Bittersweet. So, meine Herren. Es ist Krieg. Das Ganze geht auch zügiger. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 108 von U-Boot auf U-764. Wir schreiben den 29. Januar 1941. Es ist 17 Uhr am Nachmittag und unser U-764 verlässt soeben den Hafen von La Rochelle. Gute 2 Wochen Liegezeit. Boot ist aufmunitioniert. Boot hat Proviant aufgenommen. Die Mannschaft ist guter Dinge. Und wir begeben uns dieses Mal in den Süden Europas, vor die spanische Küste. Ich werde das einmal kurz zeigen, bevor ich irgendwas anderes zum Gameplay mache, zeige und die Mission für heute zeige, möchte ich mich an dieser Stelle für 2600 Abonnenten bedanken. Hätte ich in der letzten Folge bereits machen müssen. Wir haben die 2600 am vergangenen Wochenende bereits geknackt und ist in der Folge für Montag oder vom Montag leider etwas untergegangen. Von daher hier an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Ich bin gespannt, wo diese Reise hingeht und freue mich sehr darauf, mit euch diese Reise erleben zu dürfen. Gut, kommen wir kurz zur Lage. Seht das hier, erreichen Sie das Einsatzziel. Es wird hier noch gar nichts gespoilert. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Hier sind noch die Einzeichnungen aus der letzten Folge. Hier war der Tanker und hier ist das Schlachtfeld, wo wir den Konvoi zerlegt haben, den Geleitzug aus dem Stream und der letzten Folge. Es sind zwei, drei Dinge geschehen. Erstens habe ich in der Forschung, ihr seht das hier rechts, den U-Boot-Bunker in Bergen in Auftrag gegeben, einfach aufgrund dessen, dass wir so viele Punkte haben und überhaben. Wir haben hier oben immer noch 13 und ich ja, weiß nicht mehr, wohin damit. Die Forschung, wie gesagt, möchte ich zeitlich ein bisschen an die damalige Gegebenheiten anpassen. Also Dinge, die 1944 erst kommen, möchte ich jetzt nicht 1941 schon berechnen. Ansonsten läuft die Luftschlacht um England nach wie vor. Wir haben hier unten im Südosten Europas mittlerweile Griechenland im Krieg, Jugoslawien besetzt, bin ich der Meinung, beziehungsweise hier mittlerweile schon als neutraler Staat, also aus dem Krieg genommen, von Deutschland besetzt gewesen, Albanien besetzt und hier haben wir die Verbündeten. Gut, 1941, ein schweres Jahr für U-Boote noch nicht, aber der Rest wird sich dann mit der Zeit zeigen. Warten wir, was sich da ergibt. Man hört relativ viel aus Berlin munkeln. So, wir verlassen hier den Hafen von La Rochelle, schauen einmal rein ins Boot. Hauptlager, ihr seht das hier, alles komplett aufgefüllt. Das ist die Munition, die wir von den alliierten Schiffen geborgt haben. Die bekommen die selbstverständlich von uns zurück. In den Kommentaren war die Frage aufgekommen, bezüglich dieser 8 Tonnen hier oben, die wir aufnehmen können insgesamt. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass Dinge wie Eisenerz, wie Kohle, wenn wir sie mitnehmen sollten, sehr schwer sind. Und dann die Lagerkapazität hier oben deutlich schneller voll ist, als halt mit ja, den Lebensmitteln, die wir hier so dabei haben. Schauen wir mal durch. Deckgeschütz hier wieder mit Luftabwehr. Das hier ist Luftabwehr ist falsch. Mit Flugabwehrmunition. Hier das gleiche. Hier steht übrigens Luftabwehr unten. Ihr seht das. In den Kommentaren kam das auf, dass Luftverteidigung oder Flugabwehr korrekt ist. Und ich werde auch versuchen, diese Begriffe so weiter zu nutzen. Flugabwehr, Luftverteidigung. Deckgeschütz haben wir. Flak ist voll besetzt. Ventilation, das ist alles in Ordnung. Kommen wir. Ich habe den Weihnachtsbaum vergessen. Okay, der ist noch hier. Gut, nehmen wir ihn halt mit im Januar. Werde auf dieser Fahrt mit. Kein Problem. Ansonsten, Mannschaft, ihr seht das, guter Dinge. Luftabwehr, Flugabwehr, jetzt sage ich das ungleich falsch. Auch im Hafen hier besetzt, nach den Vorkommnissen bei der letzten Ausfahrt, bin ich geneigt dazu, das so handzuhaben in Zukunft. Was ist unsere Mission? Seht das hier? Ich habe Minen, Seeminen verladen bekommen. Insgesamt 7 Stück. Wir haben hier 5 und 2 sind 8 dann verladen. Und wir begeben uns tatsächlich nach Gibraltar bzw. in die Einmündung durch Gibraltar und sollen dort Minen verbringen. Dann mache ich mich auf den Weg. Ich hatte ja gesagt, dass ich diese Mission gerne mitnehmen möchte, weil wir dort, wenn wir 3 Stufen abgeschlossen haben, unsere erste Milchkuh erhalten können.
die benötigen wir später und möchte gerne eine schon haben, bevor die wirklich weiten Missionen dann anstehen nachher. Fahr Richtung Operationsgebiet. Wenn irgendwas passiert unterwegs oder ich Operationsgebiet erreiche, dann hole ich euch wieder dazu. Ja, da sind wir wieder. 1. Februar 1941 sind entdeckt worden. Seht das oben rechts. Feindliche Flieger in der Luft. Wir sind südlich der portugiesischen Küste. Langquadrat CG83 bin ich der Meinung. CG83, genau. Genau da sind wir. Flugabwehr ist besetzt. Und weiß gar nicht, wo der Flieger ist. Oha, die 88er feuert schon mit der Flugabwehrmunition. Das wollen wir aber selber machen. Wo schießt er denn hin hier? Ah, der Offizier ist noch gar nicht da. Jetzt geht es los. Flieger kommt von 8ern auf uns zu. Da ist er. Na, schwerer Seegang hier. Ja, den haben wir. Das war aber die 20 mm, das waren nicht die 88er. Hat man hier schön getroffen. Segelt hier ab. Sehen, wo er ganz hin will. Mal, mal zusehen, dass wir da rankommen. Auch nur ein einzelner Flieger. Alarm ist, glaube ich, ja, noch nicht beendet. Und auf Wiedersehen. Den haben wir gut abgeschossen. Ganz schön Entfernung zu dem Kameraden. Fahren da zügig hoch. Gehen auf große Fahrt. Punkten das an der Stelle hier durch. Direkt untergegangen, oder? Ja. Ist direkt abgesoffen. Schauen einmal. Lass mal hier das UZO in Ruhe. Ja, der Flieger ist direkt weg. Da ist nichts zu sehen. Ja, schade. Die Piloten können wir dann entsprechend nicht mehr retten. Das haben wir jetzt in einer der letzten Folgen auch bereits gehabt, dass die Flugzeuge direkt absaufen. Sehr schade. Ich hätte die gerne mitgenommen. Ja, ist auch schon verschwunden hier von der Karte. Okay. Dann passen wir das hier wieder an. Erster WO übernimmt wieder den Kartentisch. Zweite WO übernimmt die Brückenwache. Luftabwehr bleibt besetzt. Maschine können wir hier runtergehen auf halbe Fahrt. Den rausnehmen. Okay. Bei der Gelegenheit können wir gleich mal schauen, was die Kombüse macht. Ob noch alles drin ist. Wir sind 3 Tage insgesamt unterwegs. Das passt alles noch. Wir können das hier gleich auffüllen bei der Gelegenheit, wenn wir sowieso schon da sind. Da kommt 9 dazu. Ihr seht, das ist komplett aufgefüllt alles. Bis auf die Kartoffeln. Da hatte ich tatsächlich erst Dosenbrot drin mit 56 Einheiten. Und beim Nachbefüllen gab es dann nur noch diese Kartoffeln, allerdings 90 Stück. Und daher haben wir jetzt Kartoffeln mit an Bord. Gut. Munition verbringen. Damit wir oben wieder voll bestückt sind. 5 Schuss hoch. Okay. Und dann geht die Fahrt hier weiter. Wir sind, wie gesagt, relativ kurz auch vor dem Operationsgebiet. Ich lasse das jetzt laufen. Ich nehme euch mit. Glänzt, das haben wir alles. Unbekanntes Flugzeug. Haben wir noch eins? Oder ist das dasselbe? 196 Grad. Achtern. Gott, ja, wir sind dran vorbeigefahren. Das ist das Wrack, das wir da hatten. Okay, dann speichern an der Stelle. Und dann fahren wir hier weiter. Der wird ja vermutlich unsere Position durchgefunkt haben. Daher erwarte ich jetzt eigentlich, dass wir hier direkt Feindkontakt erhalten. Schauen wir mal. So, die können da raus. Die Munition ist verbracht. Das passt alles. Kaloi muss leider mal ein bisschen in die Koje. Komprimierung geht noch nicht hoch. Okay. Müssen wir gleich einmal durchtauschen. Kaloi in die Koje. Erster WO Brückenwache übernehmen. Melden Sie sich zur Wache. Und dann lassen wir es hier laufen. Oh, Rotlicht an. Auf Rotlicht wechseln. Ihr seht das hier. 100 Kilometer noch. Bis zum Einsatzgebiet. Fahren da ran. Auch direkt drauf zu. Und jetzt sind alle einsatzbereit. Kaloi ist fit. Und das war ein 2. WO. Ein bisschen angeschlagen, aber okay. Ich glaube, alles im Rahmen. Rotlicht läuft, genau. Kompressor brauchen wir nicht. Wir lenzen noch einmal. Wir werden gleich tauchen müssen. Schauen bei der Gelegenheit einmal raus.
Erster WO. Ab in die Koje. Aloy, Brückenwache übernehmen. Zwei Mann dazu. Und einmal Rundumblick. Bestätige. Weit voraus nicht zu sehen. Keine Rauchfahnen. Keine Masten. Ist da was? Ne, das täuscht. Das war ein Wellenberg. Natürlich jetzt von Vorteil, dass wir nachts einlaufen. Demnach haben wir hier mit Fliegern keine Probleme. Oder zumindest weniger als am Tag. Und Rundumblick ist hiermit abgeschlossen. Nichts zu sehen. Okay. Gut. Fahren wir weiter rein. Speichern kurz vorher hier nochmal. Und fahren auf 140 Freigeschwindigkeit ran. Kurs setzen. Wir versuchen so lange wie möglich über Wasser zu bleiben. So, Flugabwehr steht für den Fall, dass hier doch was ankommt, aber ich glaube es nicht, hier mitten in der Nacht, 2 Uhr gleich. Und dann einmal Komprimierung stoppen, nochmal Rundumblick. Ist nochmal gute 70, 80 Kilometer gefahren. Nichts. Okay, ich gehe davon aus, dass die Kriegsschiffe, falls hier welche auftauchen sollten, was bei den Minenlegemissionen da eigentlich immer gang und gäbe ist, entweder hier genau vor uns laufen oder gleich erst getriggert werden. Hm, alles klar. Lassen wir das. Zerstörer Richtung 45 Grad. Relativ nah rangefahren tatsächlich. Gut, dass wir den jetzt gerade entdeckt haben. Wir gehen auf Seerohrtiefe. Einmal abtauchen. Ist er? Da hinten. Okay. Für Seerohrtiefe, für Alarm. Wir brauchen Tiefensteuerung. Wir benötigen Kommandozentrale. Angriffsseerohr. Alle Mann dazu. Und wir Funk brauchen wir aktuell nicht. Also Schadenskontrolle mit übernehmen. Auch Matrosen dazu. Auf geht's. Gepard lassen wir frei. Gepard muss entsprechend gleich die Minen nachladen. Und Boot taucht hier ab. So. Sind getaucht. Kompass natürlich aus. Tiefenruder aus. Und nähern wir uns dem Zielgebiet. Entfernung. Gute 3 Kilometer. Gut, wir fahren ein bisschen weiter nördlich. Da haben wir einen Konvoi, 4 bis 11. Den markiere ich mir mal. 4 bis 11. Es ist der 2.2. Es ist 2 Uhr. So viele 2 da drin. Okay. Gut, schauen, wo der hinfährt. Könnte potenzielles Ziel sein, wenn wir die Minen hier erfolgreich ausgelegt bekommen. 5 Kilometer zum Operationsgebiet noch. Speichern. Ich gehe davon aus, dass der uns nicht hören kann, weil wir hinter ihm sind. Und laufen wir da rein. Er fährt auch vor uns weg. Das passt alles. Und hier noch einen dazu nehmen. Genau, erhöht sie die Sichtweite noch ein kleines bisschen. Alles klar, ich werde mich darum kümmern. Herr Bruckmeier, worum kümmerst du dich? Keiner weiß es. Jawohl, Herr Kaloin. So, dann sollte hoffentlich die Mission gleich triggern, dass wir hier die... Da ist der Zerstörer jetzt. Schauen nochmal, wie nah der tatsächlich dran ist. Na, wo ist er denn? Da fährt er. Er fährt genau parallel zu uns. Aber hat uns definitiv nicht entdeckt. Mal die Entfernung überprüfen. 2,7, wir kommen ihm leicht näher. Wir bleiben aber bei halber Fahrt. Allerdings könnte er uns eventuell schon hören. Gehen doch mal runter mit der Fahrt. Okay, muss ich tatsächlich genau auf diesen Triggerpunkt rauf.
schauen. Ja, da. Kriegsschiff, Peilung 305 Grad. Da haben wir das nächste Kriegsschiff, kommt näher. Gut, der dreht hier offensichtlich nach Süden weg. Oder fährt halt Richtung Südosten raus. Mache ich mir nicht so die Sorgen drum. Mit den Kurs tatsächlich so anlegen. Setzen. Und da fährt er raus, genau. So, dann wollen wir mal schauen. Die Achtern sind auch Minen verladen. Ich hoffe, mal schauen, welche er zuerst rausgibt. Beginnen wir mit unserer Operation. Ja, natürlich werden die vorne rausgegeben. Oder auch nicht. Wo sind sie denn? Ja, Minenlegen, nicht die spannendste Mission. Die Kriegsschiffe, die einen immer umkreisen, okay, ganz in Ordnung. Ich glaube, der interessante Teil ist gleich das Geleit, das südwestlich von uns unterwegs ist. Wenn die nach Gibraltar einlaufen sind, dann werden wir uns die definitiv vornehmen. Aber wenn sie auslaufen sind, auch, davon mal abgesehen. So, hier tut sich gar nichts so weit. Mal schauen. Ja, da kommt die Seemine. Genau, 15 Meter. Wir können den Grund hier nicht sehen aktuell. Aber diese Minen legen sich halt auf den Grund und werden dann erst nach einigen Stunden, ich glaube sogar nach 24 Stunden erst scharf. Und durch das Rüberfahren schwererer Schiffe werden die eben zur Detonation gebracht. Das heißt, die U-Boote selber haben da keine große Gefahr. Die sind für die U-Boote nicht gefährlich. Gut, mal eine ruhigere Mission heute. Hoffentlich bleibt sie ruhig. Flieger haben wir bereits gehabt. Und jetzt gehen wir Achtern weiter. Ah, okay, auch noch vorne. Ah ja, stimmt, wir haben ja drei Minen, also 3x3 Minen insgesamt schon direkt verladen. Wir haben zwei vorne in den Bugtorpedorohren. Und eine Ladung im Achterrohr. Das hier wird auch schon neu verladen. Da müssen wir übrigens hier mal zwei Mann dazugeben, damit das ein bisschen zügiger geht, dass wir hier so schnell wie möglich wegkommen. Gut, der macht keine Anstalten. Die sind 10 bis 20 weg. Wir sind bei langsamer Fahrt. Alles ist gut. Und natürlich nicht horchen, was hier hinter uns eventuell aufgetaucht ist. Ja, da gehen die Minen raus. Man hört das ganz, ganz dumpf im Hintergrund. Und wie gesagt, warum wir das machen, ist die Milchkuh, die wir dafür erhalten, wenn wir alle drei Stufen für die afrikanischen Minenfelder abschließen. Die Gibraltar-Mission gehört dazu. Die anderen sind wirklich vor der Westküste Afrikas. Bin ich der Meinung, also einen kenne ich auf jeden Fall noch da, westlich von Afrika. Den dritten Slot kenne ich tatsächlich gar nicht. So, Männer, nicht so viel schmieren, einfach raus mit den Dingern. Nächste Mine raus, jetzt noch die Achtern. Ja, man hört das jetzt. Sound ist hier Achtern. Und das bedeutet, unser Gepard muss dann mit seinen Mannen gleich nach hinten laufen, um dort die restlichen Minen zu verladen. Das kann ich ihm, glaube ich, genau. Da sind sie schon auf dem Weg. Ne, jetzt geht das erstmal da rein. Gut verladen. Ihr seid eine große Hilfe, wenn ihr nur hinterher lauft. Na gut, das macht hier der Flaschenzug ganz von alleine. So, jetzt wird vorne noch verladen. Wir schauen mal, wie es aussieht. Ja, der ist verladen. Rohr 3, Rohr 4 wird jetzt gerade fertig gemacht. Und das heißt, wir werden gleich vermutlich Rohr 3 abfeuern. Beziehungsweise auslegen, abfeuern ist es in dem Fall ja nicht. Und haben dann noch vorne die eine Dreierladung und eine ist Achter noch. Rundumblick währenddessen. Einmal über Bug. Wunderbar hier in der Nacht. Eben eine ganz, ganz kleine Silhouette ab. Keine Flieger. Nur der Zerstörer hier, südlich von uns. Der uns aber nach wie vor nicht entdeckt hat. Abgeschlossen, gleich die nächsten hinterher. Ja, ich mit der Alt-Taste dieses Menü rufe ich ja dann auf, so wie ich mit Tab das eben mache, wenn ihr in diesen Ansichten drin seid, auch wenn ihr in den Kanonen seid, 8-8er oder Flugabwehrgeschütz,
immer mit den Tasten Alt oder Tab, nicht gleichzeitig, dann tappt ihr nämlich raus. Könnt ihr immer diese Menüs aufrufen. So, bin ich jetzt an dem Zerstörer schon vorbei? Wo ist er denn? Ne, wir haben gewendet, natürlich, er ist ja auf der anderen Seite. Wir fahren ja Richtung Süden. Ist ja natürlich auf dieser Seite. Da fährt er. Was haben wir denn da überhaupt? Zerstörer ist klar. Black Swan haben wir nicht. Wir haben zwei Schlote hier. Coldwell ist es auch nicht. Haben wir eine EF-Klasse? Auch mal kurz. Eine EF ist es auch nicht, meines Erachtens. Oh, schwer zu sagen. Tribal-Klasse. Ne, passt nicht, weil die beiden Schlote hier in der Mitte gleich hoch sind. V-Klasse. Ja, wir haben eine V-Klasse tatsächlich. Wir haben hier noch das Geschütz auf dem Achterdeck. Wir haben den großen Flankmast. Wir haben vorne den Aufbau. Ja, eine V-Klasse. Tatsächlich. Aber ich werde jetzt, wie gesagt, keinen Angriff fahren. Warum soll ich mich hier enttarnen, Minenlegen, weitermachen? Wenn der uns gar nicht hört. Können wir lieber den Kurs schon mal Richtung Westen anlegen. Dass wir da rausfahren. Die sind tatsächlich ausfahrend hier. Schaut mal, 4 bis 11 sind jetzt hier ungefähr. Das heißt, die fahren raus. Das ist natürlich für uns von Vorteil. Das heißt, wir können sie parallel verfolgen. Wenn die hinten irgendwo, wo wir sie eingeholt haben, vernichten. Das ist klar, wir lösen uns hier. Wir schauen nochmal, ob wir die anderen beiden auch schon sehen. Glaube aber nicht, die sind relativ weit weg gewesen. Wir können, glaube ich, auch froh sein, dass der Zerstörer das Abschießen der Minen hier nicht hört. Oder das Auslegen der Minen, das macht auch Geräusche. Ja, ohne Achtern nichts zu sehen. Ein Feindkontakt. Perfekte Tageszeit, um hier reinzufahren. Kurz vor der Meerenge. Ist natürlich normalerweise reger Schiffsverkehr. So, 15 Minen sind raus, die letzten drei, auf geht's. Und dann Gebhardt. Was war falsch? So wollen wir das haben. Da sind noch Minen, die zu verladen sind. Warum? Herr Kapitän. 16. Na, eigentlich brauchen wir das nicht mehr. Aber nun hat er das schon angepackt hier. Warten und laden. So, auf geht's, Männer. Jawohl, ich kümmere mich darum. Nee, die Minen sollt ihr nicht mehr verladen. Kann ich das irgendwie anders befehlen? So, glaube ich, ne? So. Zu Befehl, Herr Kommandant. Nimmt wieder die Minen. Okay, dann soll er die Minen nehmen. Dann ist mir das egal. Dann haben wir die halt da verladen. Lade ich dann gleich aus, wenn die anderen Rohre geladen sind. Dann ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, Entfernung zu dem Geleit. Widmen wir uns den nächsten Aufgaben. 36, 35 Kilometer. Das heißt, wir fahren hier parallel raus. Wir bleiben auch noch auf langsamer Fahrt. Wir haben jetzt den Kontakt zu den beiden Kriegsschiffen hier im Osten verloren, weil wir denen natürlich das Heck zudrehen. Das ist relativ mutig. Da ist die Mission abgeschlossen. Belassen Sie das Gebiet. Wir speichern an der Stelle. Das Minenlegen selber problemlos stattgefunden. Und gehen hier mal mit 48 Frage Geschwindigkeit. Da sind die. Da ist das Kriegsschiff. Der kommt natürlich auf uns zu. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 210. Okay, die sind hier ganz hinten noch, ist aber eine Kriegspatrouille, brauchen wir also nicht anfahren. Spannend, wo die Jungs hinfahren. Wir fahren hier oben mal parallel mit. Gehen auf halbe Fahrt hoch. Er dreht uns genau das Heck zu. Kann uns also nicht hören.
Und jetzt noch einmal prüfen, was hier vorne verladen worden ist. So, die Minen müssen hier raus. Dafür möchte ich gerne die alle hier unten haben, damit die als nächstes verladen werden. Das müsste eigentlich so funktionieren jetzt. Schauen mal. Hier liegen die alle bereit. Achso, ich hatte... Herr Kapitän. Gepard nicht ausgewählt. Okay, jetzt wird das gemacht, hoffen wir es. Schau mal, lass er mal ein bisschen laufen, was er macht. Zügig, zügig, der Mann. So, raus mit den Minen. Da kommt deine Hilfe, nachdem die Arbeit fast getan ist. Haben wir schon schneller gesehen, Männer. So, Rot 3 ist entladen. Verstanden, Herr Kommandant. Dann möchte ich jetzt gerne einen Aal verladen haben. Und das macht er auch. Okay, das läuft also. Super. So, die Kontakte haben sich jetzt hier vereint. Die Jungs machen ganz schön Fahrt hier draußen. Wir sind auf halber Fahrt mit 7 Knoten. Das heißt, wir werden ungefähr genauso schnell sein wie dieses Geleit. Außer es besteht nur aus C3. Wäre ich jetzt nicht traurig drüber. Dann könnten die auch deutlich zügiger fahren. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung. 155 Grad. Der nächste Kontakt. Okay. Hier steht der Tooltip nochmal, was ich vorhin erklärt habe. Die TMB-Minen sind so konzipiert, dass sie nach einigen Tagen scharf sind. Sie verfügen über einen magnetischen Zünder, der von Schiffen ausgelöst wird, die größer als ein U-Boot sind und die Mine überfahren. Aus diesen Gründen stellen sie keine direkte Bedrohung für unser Boot dar. 3.18 Uhr. Ich bin eigentlich geneigt aufzutauchen, um hier zügig rauszufahren. Wir schauen nochmal nach Achtern. Das Wetter wird auch nicht besser. Ist natürlich völliger Humbug. Wir brauchen nicht auftauchen. Was war da noch? Wellenberg bestimmt. Ja, da war nichts zu sehen. Schnorchel raus. Bestätige. Kompass an. Tiefenruder mal elektrisch. Wir lenzen an der Stelle einmal. Wir bleiben getaucht. Alarm ist beendet. Das passt alles. Okay, die Männer hier raus. Da eins zu. Punkten das hier durch. Da nicht noch die Mission sein. So, du brauchst auch nicht so viele dabei. Unsere Lage ist mit 118% sehr gut bestimmt. Funktelegramm gesendet. So, Aldrich hat gefunkt, sehr gut. Und wir fahren jetzt mit Dieselmotoren. Man hört das auch, der Diesel läuft. Und man sieht das hier. Schnorchel ist ausgefahren, bei dem Seegang vermutlich in der Realität unmöglich gewesen. Aber das Spiel gibt uns die Möglichkeit. Daher nehmen wir sie hier wahr. Bedeutet aber auch, wir machen jetzt nur 9 Knoten. Es schwankt immer ganz stark bei dem Seegang. 10 bis 20, 10 bis 20. Die kommen alle auf uns zu. Aber die werden sich hier vorne wahrscheinlich irgendwie einpendeln. Ich glaube nicht, dass die uns die ganze Zeit hinterherfahren. Falls doch, müssen wir tauchen. Tiefe. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel 3. 3 Meter. Ja, wir müssen hier raus. Da hinten ist ein bisschen tiefer. 3 bis 400, 2 bis 300. Zusehen, dass wir da wegkommen. Was macht unsere Horchpeilung hier unten? Wir sind fleißig am Fahren. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 165 Grad. 10 bis 20. So, Sicht haben wir gar keine mehr bei dem Wetter. Ihr seht das hier. Sichtradius beträgt hier noch 200 Meter. Das ist gar nichts. Der kommt hier. Okay, sie haben uns tatsächlich gesehen, oder wir sie, 160 Grad. Wo haben wir den Kontakt? Oh, Dieselmaschine ausschnorcheln einfach. Zu Befehl, Herr Kommandant. Auf E-Motoren wechseln. 160, da ist tatsächlich was. Irgendwo. Da ist der Kontakt. Das Ziel ist zu weit entfernt. Wir können hier nicht einrasten. Ich sehe auch gar nichts. Aber das wird der hier sein, ne? 148. Das ist also noch einer mehr. Okay, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wir sind auf E-Maschine. Dass die uns hier entdecken.
Ach, da oben ist er. Ist der Kontakt. Schaut mal, wie weit der weg ist. Und den wollen wir jetzt hier gesehen haben. 10 Kilometer. Na gut. Ihr seht, dass der Kurs läuft hier hoch. Das ist die Frage, was der andere macht. Das ist ein bisschen interessant. Würde tatsächlich nach Süden ablaufen jetzt. Ja, das war zu erwarten. Wir sind nah dran. Wo dran? Ja, die kommen immer noch alle auf uns zu. Ihr seht, das mittlere Pfad kommt näher, kommt näher, kommt näher. Gefährlich, gefährlich. Mal die Sonne gleich aufgeht. Das werden 3 Kriegsschiffe sein. Wenn es 3 Zerstörer sind, wird es hier richtig Alarm ungemütlich. Beenden. Jetzt ist Alarm beendet. Ja, die fahren hier tatsächlich Patrouille. Die haben jetzt die Kurse komplett angepasst. Immer noch auf uns zu. Er kommt hier bedrohlich nahe. Den da oben haben wir gerade verloren durch unsere Schraube, durch unsere eigene Schraube. Torpedorohr 1 gewartet. Gut, die sind 30 bis 50 weg. Da wollen wir auf jeden Fall hinterher. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Pass den Kurs nochmal an. Ja, nicht vergessen, wir haben 8 dann jetzt keine Aale verladen, weil wir 2 Minen verladen hatten. Und die werden natürlich nicht von vorne nach hinten verbracht. Torpedorohr 2 gewartet. Fahren einfach genau zu dem Heuchtrichter runter. Fahren jetzt diesen Kurs hier raus. Genau, und die Meldung hier oben mit verlassen Sie das Gebiet ist immer noch aktiv. Das heißt, jetzt tatsächlich. Okay, welch Zufall. Unser Einsatzziel wurde erfüllt. Einmal noch schauen nach 8ern. Nicht, dass wir hier noch irgendeine Überraschung hinter uns haben. Bei dem Seegang, wow, schaut euch das an, wenn das Boot hier durchbricht. Tiefensteuerung ist sogar schon besetzt. 0 Sicht. Und auch nichts zu sehen, keine Kontakte. Okay, das war natürlich gerade interessant mit dem Blitz. Es kann sein, dass wir deswegen den Zerstörer eben entdeckt haben auf die weite Entfernung. Dass der einfach durch das Blitzlicht zu sehen war. Schnorchel. Weiterfahren. Machen einen Knoten. Die See ist so schwer. Wir tauchen 30 Meter. Tauchen auf 30 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Genau, Schnorchel einfahren. Aktuelle Tiefe 5 Meter. 25 Meter. Und unter Wasser machen wir jetzt 7 Knoten. Boot wird auch deutlich ruhiger liegen. So, Kaloy, du kannst ein bisschen kochen gehen. Du bist der Einzige an Bord, der das kann. Hoffmann übernimmt den Kartentisch. Und der kommt immer noch auf uns zu. 30 Meter. Bei Wassertiefen 200 bis 300. Deswegen fahre ich bei 30 Meter. Das wird hier immer tiefer. 500 bis 750. Genau, und die Tiefe haben wir denn hier. Also alles in Ordnung. Auf 30 Meter können wir hier, glaube ich, gut laufen. Ja, ich zeige das hier einmal im Boot. Was davon zu sehen ist. Boot liegt viel ruhiger, weil wir eben keinen Wellengang haben. Wir machen feste 7 Knoten. Es variiert und schwankt nicht mehr so doll. Wir haben erfolgreich ein Minenfeld gelegt, Rückmarsch zum Heimathafen. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir nehmen noch ein bisschen was mit hier. Der kommt immer noch auf uns zu. Interessant. Torpedorohr 1 gewartet. Scheint hier also tatsächlich eine Patrouille zu sein. Gehen wir auf Blaulicht. Unter Wasser ist egal, wie weit wir schauen können. Wir können sowieso nichts sehen. Speicher an der Stelle. Ich würde die Komprimierung einmal hochstellen wollen. Dass wir hier wegkommen. Aktuelle Tiefe 35 Meter. Kriegsschiff 10 bis 20, 30 bis 50 mittlerweile. Da schaut man hier, der fällt hier nach Süden weg. Peilung 195 Grad. So, Wetter ist immer noch miserabel. Seht das hier, Gewitter. Wir könnten jetzt auf 1800 hochgehen. 30 Meter. Und unser Geleit fährt immer noch hier raus. Müssen ein bisschen besseres Wetter abwarten. So, Weber kann hier mal die Motoren übernehmen. Wir gehen mal auf große Fahrt hoch. Wir da ein bisschen hinterherkommen. Hier bis 11. Das ist alles okay.
Warum hast du keine Aufgabe? Dann geh mal zu Bett. Ein paar Stunden Pause. So, Wetter sollte sich beruhigt haben. Tauchen auf. Jetzt Nebel angesetzt oder beziehungsweise laut Wetteranzeige unten sollen wir Nebel haben. Kommt uns natürlich auch zugute, dass wir hier weiter rauskommen. Hat dann gleich das Durchfunken hier. Und da tauchen wir auf. Schauen, wie das Wetter ist. Ja, hat sich beruhigt. Kein Gewitter mehr. Riesig. Kein dichter Nebel. Rückenwache besetzen. Und der Nebel schützt uns auch hier wieder vor Fliegerei. Werde dennoch die Luftabwehr besetzen. Gefunkt ist auch. Okay. Wo war der letzte Kontakt? Da unten. Zeichne das noch einmal frisch ein. Die fahren also tatsächlich hier direkt nach Westen raus. Könnten sie schon fast sehen. Bestätige. Na, da drüben müssen sie sein. Ne, sind noch zu weit weg. Aber okay. Wir bleiben bei großer Fahrt. Wir lenzen Kompressor an, rotes Licht an. 7.30 Uhr. Bringt Rotlicht uns noch was? Ja, geht noch ein bisschen hoch die Sicht. Speichern an der Stelle. Und fahren das Geleit hier an. Wir machen jetzt auch gute 15 Knoten über Wasser. 18 Knoten sogar. Das heißt, wir müssten dann entsprechend den Konvoi hier gleich eingeholt haben. So, schauen einmal rüber. Bestätige. Können auch normale Beleuchtung anmachen. Beleuchtung, Sonne ist jetzt aufgegangen. 180 ist nichts zu sehen. Da sind sie. Fast über Bug voraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 würde ich sagen. Okay. Konvoi voraus. Speichern. Ran. Kurs auf. Dann wollen wir gleich mal schauen, ob wir schon was entdecken können. Beziehungsweise nicht entdecken. Bestätige. Entdeckt haben wir sie gerade, identifizieren können. Was haben wir da? Konvoi in Sicht. Peilung 150 Grad. Ihr seid auf 2, oder? Das ist eine Korvette hier rechts. Dahinter fährt eine Tower. Da haben wir einen Frachter, nicht zu erkennen welcher. Das war's schon. Wo sind die anderen? Okay, interessant. Die Rauchfahnen irgendwie halbwegs verschwunden. Richtung 335. Verstanden, Herr Kommandant. Da unten fahren sie. Bus. So, Entfernung von uns aus. Nehmen wir hier mal die 5 Kilometer an. Kurs setzen. Bleiben bei großer Fahrt. Okay, die Korvette könnte uns sehen. Wir haben, wie gesagt, helllichten Tag. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Fahren hier parallel mit, ein bisschen ab. Ein bisschen weiter ab tatsächlich. Und werden uns dann vor das Geleit setzen. Um entsprechend unseren Angriff von Norden zu fahren. Eine Korvette, die 8 dann fährt. Fährt vorweg vielleicht ein Zerstörer. Mal schauen. Alarm beenden. Mal schauen. So, wir machen 16 Knoten. Doppelt so schnell vermutlich. Gehe von 6 bis 8 Knoten aus bei dem Geleit. Kurs setzen. Nochmal schauen, wo die jetzt sind. Bestätige. Da fährt er. Frachter. Frachter, 2 Fahnen sind zu erkennen. Noch ein Frachter. Alarm. Da ist der Tower wieder. Da fährt die Korvette. Korvette im Bild? Nein. Okay. Entfernung. So, Korvette sind jetzt hier 10 Kilometer. Wir saugen uns hier ran. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ungefähr 2 Kilometer. Wird gleich tauchen. Speichern.
Anlauf beginnt. Kurs setzen. Ab dem Knick werde ich dann gleich tauchen befehlen. So. Einmal noch schauen. Verstanden, Herr Kommandant. Und dann tauchen wir. Kontroll in Sicht. Peilung 320. Ja, kommen hier näher und näher. Das ist die Korvette. An dem einen Flaggenmast ja ganz gut zu erkennen. Tanker würden wir schon sehen. Die haben meistens auch, ja, na meistens nicht, aber es gibt welche, die haben auch nur eine Flagge oben raus. Und ich sehe keine weitere Gleitsicherung. Die kann natürlich auf der anderen Seite noch fahren. Tatsächlich, da ist die zweite Korvette. Da ist eine zweite Korvette oder ein Zerstörer. Ich habe es nicht gesehen eben. Wie raus ist das? 335. Verstanden, Herr Kommandant. 335. Tatsächlich Zerstörer. Da haben wir einen Zerstörer. Entfernung. 8 Kilometer. Donnerwetter. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Korvette, Zerstörer und entsprechend 3 Frachtschiffe hier. Bin geneigt, dass der Zerstörer unser erstes Ziel wird. Daher würde ich das Geleit jetzt tatsächlich umfahren und von Süden attackieren. So, wir tauchen. Seerohrtiefe. Koordinaten setzen. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. Mit der Fahrt runter. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Das ist der Kontakt der Korvette, der an uns vorbeigelaufen ist. Konvoi in Sicht. Peilung 60 Grad. Ja, jetzt kommen die ganzen Meldungen wieder. So, er läuft an uns vorbei. Ist hier 3 bis 5 Kilometer weg. Laufen wir neu an. Jetzt sind wir hinter ihm. Das heißt, wir könnten theoretisch so fahren. Seht ihr das? 3 bis 5 ist er weg. Das war der Kurs von dem Zerstörer. Den verlängere ich hier hinten nochmal. Wenn die so bleiben. Und hinterher. Wir könnten auch den Abend abwarten, dass wir nachts attackieren. Wir haben jetzt 11 Uhr am Vormittag. Was ist denn hier durcheinander gekommen? Du Befehlsgewalt, du Periskop, genau. So wollen wir das haben. Und einmal in die Koje. Hoffmann ebenfalls, erster WO. LI kann auch zu Bett. Und fahren hier hinterher. Fahren Gebühren in Abstand vorbei. Einmal schauen. Nochmal Kontrolle. Nicht zu nah ranfahren. Gerade wenn wir gleich auftauchen wollen. Ja, die sind eine ganze Ecke weg jetzt. Alarm! Ja, gibt wieder Alarm. Okay. Peilung 60 Grad. Dafür haben wir trainiert. Da ist die Korvette. Das gemeinsam durchstehen. Das ist die Rauchfahne für den Zerstörer hier unten. Unser primäres Ziel. Okay, Gebhardt. Maschine übernehmen. E-Motoren besetzen. AK voraus. Äußerste Kraft voraus. Batterie passt. Luftqualität passt. Bleiben auf. E-Maschine, wir können noch schnorcheln. Verstanden, Alarm, Herr Kommandant. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich beste Sicht jetzt draußen. Mittags um 11. Mittags um 12 gleich. Aber mit 10 Knoten fahren wir schneller als das Geleit jetzt. Können da hinterher fahren und überholen die Jungs. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Wie gesagt, schnappen uns den Zerstörer als erstes. Alarm! Konvoi ja. In Sicht. Okay, wieder Alarm. Da fährt ein Frachter. Da ist der Zerstörer. Zerstörer Richtung 45 Grad. Da oben fährt der Kurs, ist ein bisschen anders geworden. Ungefähr so. Nehmen das hier raus. Damit wir uns da neu orientieren können. Entfernung zu uns. 5 Kilometer. Okay.
laufen noch ein bisschen weiter ab und weiter geht's. Wird erledigt, Herr Kaloin. So, Schnorchel ist ausgefahren, das heißt, wir bekommen Sauerstoff ins Boot. Hab aber befohlen, dass wir auf E-Maschine fahren. Ich werde den Schnorchel jetzt einfahren, da der Zerstörer in Sicht ist. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und müssen uns natürlich ein ganzes Stück davor setzen, damit wir in Angriffsposition kommen können. Weil wir sind aktuell von seinem Kurs gute 5,5 Kilometer weg. Ich will auf mindestens 1,5 ran. Und wenn wir mit AK unter Wasser an ihn ranfahren, wird er uns natürlich entsprechend hören. Alles übrigens klar. Müssen wir das nochmal alles ausmachen hier. Und fahren dann hier hoch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Ich denke, so sollte das passen. Wir gehen auf halbe Fahrt runter. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Da kommt er. Kurs. 3,7 Kilometer noch. Das heißt, wir müssen ungefähr bis dort ran. Wir gehen auf langsame Fahrt. Langsame Fahrt voraus. Alarm ist gegeben. Alle Stationen besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Schadenskontrolle übernehmen. Verstanden, Kommandant. Tiefensteuerung verbessern. Verstanden, Kommandant. Maschine brauchen wir nicht mehr. Gepard, Instandhaltung durchführen. Rohr 1. Herr Kaloin, ich kümmere mich darum. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Du bekommst einen der Zuschuster. Speichern. Auf geht's. Verstanden, Kommandant. Lass das laufen. Torpedorohr 1. Ich glaube, das Seerohr ist noch voll ausgefahren. Ja. Ah, ist aber okay. Ist noch okay. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 260 Grad. 260 Grad, da kommt noch ein Ziel auf uns zu. Einzel. Wir haben den 2.2.1345. Kurs vermeintlich in diese Richtung. Wo will er auch sonst hin hier? Weiter geht's. Torpedorohr 2 gewartet. Jo, wir liegen sehr gut. Gehen auf kleine Fahrt runter. Voraus. Zerstörer nehme ich natürlich als erstes raus. Größere Gefahr für uns als die Korvette. Korvette kann uns auch vernichten, ja klar. Aber Zerstörer ist deutlich gefährlicher. Torpedorohr 3 gewartet. Wir lassen das hier einmal laufen. Alle Maschinen stopp. Alle Maschinen stopp. Ruder mittschiffs. Ruder mittschiffs. Einlesen. Zerstörer, was haben wir denn? Eine V-Klasse. Mit dem Aufbau 8ern müsste also EF-Klasse sein. 2 Schlote, 2 Masten, vorne der Aufbau EF-Klasse. Tiefgang 3,2 Meter. Geschwindigkeit. Wie gesagt, normale Geleitzuggeschwindigkeit. Ich gehe zwischen 6 und 8 Knoten aus. Abwarten. Geht das hier 1, 2, 3 Bordgeschütze plus die Wasserbombenachtern. Der kann uns richtig gefährlich werden. Und bei dem Geleit, das ich hier bislang gesehen habe, haben wir eine Korvette, einen Zerstörer und 3 oder 4 Frachter. Und daher Zerstörer als erstes rausnehmen mit der Munition, die wir dabei haben, kein Problem. So, Geschwindigkeit macht er 6 Knoten. Aktualisieren. Gegnerfahrt 6 Knoten. Entfernung. 2300. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel. Lage. 2, 3, 6, oh, 7 Meter. 89,5 ist okay. 89. Ah, ein bisschen exakter. Ah, so. Ah, hier nochmal wieder auf 0. 89,1. 89,6. Der fährt schon wieder raus. Ist okay. Aktualisieren. Nee, das war falsch. Winkel 8. 9 links. Ganze nochmal.
Habe ich mich da verklickt? Das wollte ich gar nicht. Bestätigen, einrasten. Und jetzt Gegnerlage. Schussunterlagen aktualisieren. Lage Rohr 1. 5, 40 links. Knoten. Rohr 1 bewässern. Tiefe 3,2 Meter. Knoten. Rohr 1 wir gehen bewässert. Auf 1,5 Meter rund. Wir gehen auf 2 Meter. Abschusswinkel 16 Grad, 15 Grad, läuft also genau rein. Sehr gut. Ich werde auch nur diesen einen Aal jetzt feuern, weil die Frachter sind dann relativ schutzlos gleich. Bis auf die Korvette. Wir haben hier Escapade. Hoffentlich mit dem ersten Aal gleich raus. Ich werde auch nur einen feuern. Wenn wir treffen, reicht es. Wenn wir nicht treffen, entdecken die den hoffentlich nicht. Weil der T1 natürlich die Blasen hinter sich herzieht. Abwarten. Der Torpedo-Vorhalterechner wird hier laufend aktualisiert. Schauen wir uns das auf der Karte einmal an. Ne, wir schauen uns das immer nicht auf der Karte an. Ich werde das einmal übers Periskop komplett alleine machen. Seht ihr das hier? Achteres Torpedorohr entsprechend leer geschossen aufgrund der Minen, die wir verladen hatten. Nochmal reinschauen. 11 Grad. Lass ein bisschen laufen. Schusswinkel 5 Grad. Okay. Gut. Rohr 1. T1. T3 Zünder. Fertig und geladen und bewässert. Fertig und bewässert. Rohr 1 los. Los! Wird direkt geladen. Wir gehen auf. Ja, wir lassen den Aal ein bisschen laufen. Ich hätte die Entfernung nochmal neu nehmen können, ja. Hätten wir eine exaktere Angabe bekommen. Auch hier nochmal. 2000 Meter, etwas drüber. Das ist okay. Schauen, was die Meldung so machen. Wir können ja die anderen schon mal einlesen. Wir haben hier Empire Bell. Empire Bell, ne? So, da ist die Empire Bell. 5700. Der dicke Zerstörer, da ist noch eine Bell. 6000. Wir haben da hinten eine Empire Tower. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Mit 3100. Das dürfte die Korvette sein. Jawohl. Wir haben tatsächlich nur drei Frachter hier, aber zwei 6000er dazwischen. Gut, hängt jetzt alles von dem Zerstörer ab, ob wir treffen oder nicht. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 40 Sekunden noch. Bei der 20-Sekunden-Marke werde ich die Maschinen anwerfen auf langsame Fahrt voraus. 30 Sekunden. Treffer! Ja, tatsächlich die Entfernung. Einstellung habe ich nicht neu genommen, dadurch hat der Aal viel früher getroffen als erwartet. Schöner Treffer mit Schiffs hier auf den Zerstörer. Wird hier direkt absaufen. Hüllenbruch. Sie sinken. Einer weniger. Auf Wiedersehen. Das war ein brillanter Schuss. Ja, säuft hier astrein ab. Blattschuss, richtig gut. Auf Wiedersehen. Gut, wir haben jetzt die Korvette aus 45 Grad ungefähr, 40, 45 war sie, ja 25, okay. Die wird natürlich jetzt auf uns eindrehen. Schauen wir uns das auf der Karte einmal an. Die kommt hier runtergefahren. Bin fast geneigt, abzulaufen. Nach Osten. Speichern an der Stelle, der erste Schuss war sehr gut. Markierung. Und laufen lassen. Gehen sogar auf halbe Fahrt hoch. Nein, von Bittersweet. Das wird die Korvette sein. Kurs setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Ja. Wird tatsächlich auf Zero bleiben erstmal. Schauen, wo die Korvette hinfährt. Kein Bolt, absichtlich nicht. Will schauen, inwieweit die Korvette uns anpeilt. Sie weiß, wo wir sind. Fährt natürlich jetzt zu dem Wrack da runter. Könnten sie mit dem kühnen Manöver, indem wir 180 Grad Wende fahren,
und damit der 8-8er von hinten versenken. Wir könnten auch jetzt einen Aal feuern, aber die möchte ich mir lieber sparen für den Fall, dass wir noch mehr finden, weil das ist ein typisches 8-8er Ziel hier. Das sind nur diese drei Frachter. So, schauen, wie weit die weg ist. Na, komm. Ist noch 3,5 Kilometer weg. Ein bisschen hoch, bieten wir natürlich etwas mehr Silhouette. Ja, das ist der Frachter, den wir eben hatten. Da sieht das hier, der fährt genau auf diesem Kurs. Potenziell nächstes Ziel. Ich würde mich tatsächlich an die Korvette rantrauen, glaube ich. Die hat null Ahnung, dass wir hier sind. Das ist auch das einzige Kriegsschiff, das hier noch rumschippert. Das sind nur noch die drei Frachter hier. Nimmt er jetzt da die Boote auf? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Macht er aber nicht, ne? Fährt da einfach durch. Und passt seinen Kurs dann dorthin an. Wir fahren genau das Manöver, was ich eben angekündigt habe. Weber, Motoren besetzen. 2 Mann dazu. AK voraus. Wie schnell fahren wir dann? 9 Knoten. 10 Knoten. Speichern. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Ja, wir kommen näher. Die Korvette versucht hier ihr Geleit einzuholen. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Okay. Okay. 1,3 Kilometer Entfernung. Ich will auf 1000 Meter ran. Dann tauchen wir auf. 1,1. Jetzt speichern. Alle mal die Luft anhalten. Runter mit der Fahrt. Langsame Fahrt. Fahrt voraus. Auftauchen. Anblasen. Aktuelle Tiefe. Na, den wollen wir nicht. Die wollen wir. Korvette nach hinten, keine Kanone. Nur vorne raus. Daher überraschen wir sie jetzt. Tauchen auf. 8-8er besetzen. Zügig. Ja, es war zu erwarten. So, 8-8er kann bemannt werden. Attacke. Ich glaube, wir haben noch Luftabwehr verladen. Dann müssen wir gleich die Munitionsart ändern. Brückenwache 2 Mann runter. Bleiben auch auf dem Kurs, damit die Silhouette gering ist, die wir der Korvette bieten, wo sie uns treffen kann. Bittersweet. So, meine Herren. Es ist Krieg. Das Ganze geht auch zügiger. Ja, einmal die Munitionsart wechseln, panzerbrechend. Heute dreht schon bei. Feuer frei. Ja, nimmt jetzt schon Höhenschaden. Löst weg. Müssen sie schnell versenken. Auf die Entfernung trifft sie natürlich auch. Meine Schießkünste sind ja nicht die besten, aber auf die Entfernung treffe sogar ich mal. Ja, der Schuss natürlich nicht, war klar. Der auch nicht, der war ganz schlecht. Herr Boot, komm. Und sie gehen unter. Auf Wiedersehen. Das war die Korvette. Wir haben 3 schutzlose Schiffe voraus. Dazu halbe Fahrt. Und rein ins Geleit. Speichern an der Stelle, nicht, dass wir hier von Fliegern überrascht werden. Dafür können wir Hoffmann an die Flugsicherung setzen. Ich kümmere mich darum. Auf geht's. Rückenwache voll besetzen. Normale Beleuchtung liegt an. Kompass an. Lenzen. Kompressor. Auf geht's. Jetzt nur noch schnell versenken und abhauen hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Erstmal die beiden dicken Pötte hier unten. Ja, die wollen aber jetzt richtig abhauen hier.
Rettungsboote hier hinten. Ich werde da nicht ganz zurückfahren. Ist bei den 13 Ansehenspunkten, die wir haben. Okay. Torpedorohr 4 gewartet. Na komm. Torpedorohr 3 gewartet. Er will aber ganz gewaltig abhauen hier unten, ne? Komm, nicht neben ihn. Nicht längsseits. Jetzt dreht er ein. Immer noch nicht. Die versuchen sich aufzuteilen. Finde ich sehr interessant gerade. Ich meine, gut, fahren immer noch alle den relativ selben Kurs. Aber ich finde es hochspannend, dass die sich so weit auseinanderziehen lassen hier. Ah, sind noch eine ganze Ecke weg. Aber es sollte passen auf die Entfernung. Feuer an Deck. Steht schon in Flammen. Munition verbringe ich gleich, sobald der Kahn hier abgesoffen ist. Wir haben noch 4 Schuss. Ja, nimmt hier ordentlich Schaden. Wird, denke ich, von alleine gleich volllaufen. Ja, Hülle ist so gut wie weg. Könnte sein, dass der sich über Wasser hält. Jetzt ist er evakuiert. Markieren wir uns. Okay, dann Gepard-2-Mann dazu. Unterstützung. Munition verbringen. Ich kümmere mich darum. Deckgeschütz. Munition hochbringen. 17 Schuss. Auf geht's. Vorwärts. So, wir passen unseren Kurs an. Wir gehen auf große Fahrt. Können eigentlich hier jetzt schnell die Boote versorgen. Kleine Fahrt voraus. Wenn wir gerade hier sind, können wir das machen. 9 Überlebende, Vorräte, Kartoffeln. Männer, alles Gute. Den hatten wir gerade, war klar. Das falsche Boot erwischt. Boot 2. Hier haben wir Offiziere dabei. 2 Mann. Bestätigen. Das ist das falsche schon wieder. Den wollen wir haben. Und einmal Kartoffeln. Männer, alles Gute. Ihr seid nicht so weit weg von Verbündeten. Auf diese Koordinaten setzen. Große Fahrt voraus. Der Kahn hält sich tatsächlich. Der Kahn hält sich tatsächlich über Wasser. Okay, dann kommt da noch ein Fangschuss von uns. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Müsste jetzt auf der Seite sein. Da ist er. Herr Kaloy, wir wurden entdeckt. Reicht dir das schon? Bleibt wachsam, aber keine Panik. Ja. Sollte reichen. Jawohl. Sie gehen unter. Auf Wiedersehen. Gut, große Fahrt liegt an. Einmal nach Norden. Auf geht's. Empire Defiance hier. Der andere dicke Pott. Wir dürfen den hier hinten nicht vergessen. Voilà, erstmal müssen wir hier aufpassen, wenn wir nicht kollidieren. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, genau, der zackt hier nämlich wie verrückt. Voraus. Und dann sind wir in Reichweite, Feuer frei. Immer auf den Bug schießen. Bisschen hoch der Schuss, aber okay. Der war drüber. Ah, das Boot schwankt ganz schön. Und jetzt hier die Daten dazu. Ja, steht in Flammen. Nochmal 5800 Boote gesichert. Ja, der hat, glaube ich, noch gezündet. Wir warten das hier mal kurz ab. Gehen mit der Fahrt tatsächlich noch wieder hoch. Schneller. Passen den Kurs leicht an, dass wir bei ihm bleiben. Er wird hier vermutlich noch ein, zwei Schuss vertragen. Jetzt ist die Hülle weg. Sollte sich dann... Ja, jetzt ist er evakuiert.
Gehen einmal auf kleine Fahrt runter. Das wollen wir nicht. Auf den sinkenden Kahn wollen wir nicht rauf. Da sind die Rettungsboote, die wollte ich haben. Rettungsboot 1. Vorräte, Kartoffeln. Männer, alles Gute. Und Rettungsboot 2. Hier wieder Offiziere an Deck. Sehr gut. Kahn ist abgesoffen. Vorräte. Männer, alles Gute. So, und den dritten Kahn da oben. Auf geht's, zügig, zügig. Herr Kaloy, wir wurden entdeckt. Ja, wie unerwartet. Keine Panik. Konzentrier selbstverständlich. Ja. Munition verbringen. Die Zeit müssen wir hier nutzen. Nochmal 10 Schuss nach oben. Auf geht's. Ja, ergibt sich seinem Schicksal hier oder auch nicht. Möchte doch noch ein bisschen zacken. Torpedorohr 4 gewartet. Aber kommt uns hier halt nicht davon. So, Vorsicht, bis wir kollidieren. Ah, er fährt ganz schön zügig. Okay, muss anpassen. Und heißt es hier feuerfrei. Ja, sehr nah dran tatsächlich. Empire Miranda. Auf Wiedersehen. Hier der kleinste aus dem Geleit mit 3123 Bruttogistertonnen. Aber selbstverständlich nehmen wir die auch mit. Ah, okay, ein bisschen hoch. Da steht auch schon lichterloh in Flammen. Und die Hülle verabschiedet sich nach und nach. Seht das? Schiffsname jetzt schon unter der Wasserlinie so gut wie. Sollte sich dann erübrigen. Ich werde einfach mal das Feuer einstellen. Müsste eigentlich von alleine volllaufen, der Kahn. Wir gehen auf kleine Fahrt voraus. Kleine Fahrt runter. Ich glaube, wir können sogar die Maschine stoppen. Stopp. Ja, ist jetzt evakuiert. Ah, wird noch nicht ganz absaufen. Aber wir können schon mal Boote machen. Vorräte. Na, alles Gute. Und Boot 2. Auch hier wieder Offiziere dabei. 2 Stück bestätigen. Und versorgen. Fällt gerade auf. Männer, erstmal alles Gute. Die ganze Zeit auf Batterie laufen. Deswegen sind wir auch so langsam gefahren. Okay, und der Kahn säuft hier ab. Jawohl. Auch den sind wir schon los. Einmal mitnehmen hier. Empire Tower. Gut. Ziel hier unten. Länger den Kurs einmal. Läuft hier hoch. Den werden wir uns dann entsprechend in der nächsten Folge vornehmen. Ich setze Kurs nach Süden. Wir gehen auf halbe Fahrt voraus. Alarm ist beendet. Beleuchtung passt. Das passt alles. Gelenzt ist. Und 8-8er Endmannen einmal in die Koje. 2. WO. 1. WO. Auch in die Koje. Und Kaloy bleibt auf der Brücke. Jetzt im Moment keine Flugabwehr aktiv. Aufgrund dessen, dass die alle erschöpft sind. Fahren wir nach Süden. Einmal weg von dem Wrack hier. Und ja, ich weiß, ich könnte jetzt noch zurückfahren. Die Rettungsboote versorgen. Ich gehe davon aus, dass die Boote nicht mehr da sind. Von daher werden wir jetzt kurz nach Süden anlegen. Beziehungsweise habe ich ja gerade, um uns diesen Einzelfahrer noch zu schnappen. Und dann haben wir hier während unserer Minenmission doch schon bisschen was an Tonnage mitgenommen, mitgemacht. Bin ich sehr zufrieden mit. Den Funkspruch können wir hier rausnehmen. Das war von der Korvette, die wir ja als zweites versenkt haben heute. Und da würde ich sagen, wenn euch die Folge bis hierhin, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über Likes und Kommentare sehr freuen. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein kostenfreies Abo da. Würde uns freuen, würde den Kanal weiterbringen. Wie gesagt, kostenloses Abo. Keine Kosten, nur ein Klick für euch, für uns. Eine Zahl mehr. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, auf Feindfahrt mit U-764. Kurze Erinnerung, am 4.12. Livestream ab 19 Uhr. Großer Weihnachts-Livestream. Würde ich mich freuen, wenn ihr zahlreich dabei seid. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Alles Gute.